Hallo, ich bin der Dieter Mayer aus München und ich freue mich sehr, dass ich beim Welt-Tai-Chi-Tag mitmachen kann. Und ich zeige euch die Geheimnisse der Tai-Chi-Schrittarbeit. Tai-Chi ist ja bekannt dafür, dass es eigentlich für die Knie sehr, sehr gut ist, auch für die Hüften. Ja, also man bekommt stabile Knie, flexible Hüften und hat dann durch ein viel besseres Fundament für die Wirbelsäule. Und das ist auch bekannt, dass es eine gute Sturzprophylaxe ist. Aber man muss auch ein paar Sachen beachten, denn häufig ist es so, dass wir in den Hüften eher fest sind und dann in den Knien überbeweglich sind. Und dann wird es genau kontraproduktiv. Deswegen ist gerade am Anfang wichtig, auf eine gute Technik zu achten und das ist gar nicht so schwer. Ich zeige euch da so ganz simple Schwungübungen, Endlosübungen, die ihr auch daheim auf engem Raum praktizieren könnt und zeige euch genau, wo es bei der Hüfte drauf ankommt, dass man Hüftkompression entwickelt, also dass sich da wirklich ein guter Druck drauf ist, sodass wenn man sich dreht, man ganz leicht die Knie stabilisieren kann. Und da gibt es so ein paar Einstellungsübungen, ein paar Tipps und Tricks, wenn man die beachtet, dann kommt man weit. Und ich werde es auch so machen, dass ich so anlege, dass es so grundlegend ist, dass es für die verschiedenen Tai-Chi-Stile, egal ob Yang oder Chen-Stil, hilfreich ist. Ja, ich freue mich auf euch. Bis dann!